Weiter geht es mit Kingdoms of Amalur: Reckoning im, ja, in den Nebenquests, auf die wir uns jetzt mal losstürzen, da das ja mit der Maid leider nicht geklappt hat. Leider. Und sowas finde ich immer total blöd. Glaubt's mir oder auch nicht. Was sind da? Was da? Die Bären hier oder was? Liegen da ein paar Bären? Auch schön, die rollen sich da so und weg. Oh, oh. Gibt's ja wohl nicht. Greifen mich hier Menschen und Tiere und alles Mögliche an. Huch, was habe ich denn jetzt mitgenommen? Das war ein bisschen schnell. Will ich gar nicht. Will ich nicht. Und was ist der Sack? Ist das alles hier dasselbe? Schatzsack und... Okay. Was haben wir hier? Die Dietriche. Die hätte ich gerne nochmal. Ja, nehmen die mal alle mit. Das Geld auch. Das nimmt ja Gott sei Dank kein... Einfacher, gefräßiger Stil. Ja, okay. Und dann nehmen wir auch mal gleich so einen komischen Trank, wenn wir schon mal dabei sind. Genau. Was haben wir hier noch? Geld. Ja, so ein Bär, der schleppt ja auch mal ein bisschen Kohle mit sich rum. Das kann sein. Der läuft hier voll hinter mir her, ne? Der Arsch. Wer denn noch? Waren das alle? Gut. Aber hier kommen jetzt wieder mehrere. Was ist denn da so? Weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich kann an denen vorbeilaufen, ne? Kann das sein, wenn ich hier so einen Hügel rumlaufe? Ach, ich muss genau dahin, wo die aber alle sind. Kann das sein? Bin ja hier auf Boggart-Jagd, glaube ich. Habe mir den Quest gerade in der vorigen Aufnahme gar nicht nochmal durchgelesen. Was machst du denn hier? Was ist das denn hier? Lauf mal. Läuft sie hier so? Sie schwebt vor sich hin. Hier. Wuhu, schnell rein. Zack, bin ich weg. In. Was? Wo bin ich? Kokolis il Kokola. Jotun vernichten. Jotun getötet. Oh, jetzt geht's aber los hier. Noch eine Höhle wieder. Aber das wird wohl alles nicht so schwierig werden wie mit der Maid. Und wenn ich da schon so weit komme, auch wenn ihr es, wie gesagt, nicht gesehen habt, dann. Ach nee. Lass mich doch mal. Aua, der hat mich zurückgezogen, ne? Das konnte ich auch mal angeblich. Ich wusste nie wie. Ja. Ganz klebrig habe ich dich vergiftet. Vergiftet und. Oh, schöne Beinschienen, aber im Moment tragen wir ja unsere coole Windemeer-Rüstung. Ja, und da oben sind anscheinend noch mehr von den Dingern. Und die sind ja nicht ohne. Also, ich glaube, das wäre auch eh wieder so ein Quest, den ich mit euch freiwillig so entschieden hätte. Hier kann man durch. Will ich aber nicht. Weil die ja auch nicht ohne sind, hier diese Klopper-Monster. So viele Truhen hier. Oh, doll. Das ist so... jetzt muss ich doch. Jetzt komme ich nicht drum rum, mal ein bisschen reinzugucken, was ich hier eigentlich an Gedöns über die Zeit gesammelt habe. 33... Warte mal, ich mache mal hier sekundär. Hier haben wir 33, ein 44er, 16 Körper und 25. Dann packe ich den
Mal weg. So. Dann haben wir hier diese Dolch und dann haben wir hier die Dinger. 10 Körperschaden, 12 Körper, da kann ich mich immer nicht entscheiden. Okay. Was ist mit hier mit. Ja, da will ich eigentlich auch nichts machen. Was. Kann ich. Hier habe ich ja nicht viel, ne? Da habe ich ja nicht viel, was ich zerstören könnte. Dann noch diese Chakrams halt. Im Moment sind wir ja nicht auf Chakrams mehr, aber. Ja. Ich kann mich bei den beiden hier nicht entscheiden. Vielleicht mögt ihr es mal sagen. Ich weiß, denkt mir dann immer, hier ist ja auch noch das andere drinne mit Betäubung und Schaden am Tag und Orientierungslosigkeit und so. Aber hier ist halt 12 Körperschaden statt 10. Was nimmt man da am besten? Schonungslose Dolche. Da sind die doch. Ja, obwohl die haben 20 Leben und 20 Mana. Das finde ich dann besser, muss ich gestehen. Plunder. Weg damit. Und dann nehme ich die nochmal und dann schauen wir mal, was sind das denn für Chakrams? Sind die denn toll oder nicht so toll? Die sind gar nicht schlecht. Plus 30 Leben, das ist natürlich. Aber die haben Eisschaden und die haben Blitzschaden. Ach, auch da kann ich mich wieder nicht entscheiden. Das ist doch furchtbar. Da kann ich mich nicht. Gut, dann packe ich. Gut, dann entscheide ich jetzt, dass ich die wegpacke, obwohl ich mir die selber mal irgendwann gemacht habe. Und dann behalte ich die beiden drin. Und so. Für den Fall, dass ich nochmal auf die zurückgreife. Es ist auch natürlich noch eine Idee. Ich weiß ja leider immer jetzt, während ich gerade aufnehme, nicht, was ihr dann schon, weil ich gerade im Voraus ja immer aufnehme, ob ihr vielleicht auch schon Idee hattet, wie ich, doch mal wieder auf die Chakrams bei der Maid zurückzugreifen, weil da ja so viele Gegner sind und vielleicht sind da die. Gar nicht schlecht. Diese ollen Boggarts, echt, die haben doch einen an der Klatsche. Immer wieder kommen die auf einen zu und wollen es einfach nicht einsehen. So, hier haben wir wieder irgendwas an Feinkling. Es bleibt dabei, dass ich hier immer ein volles Inventar habe anscheinend. Nehmen wir die mal, gucken schnell wieder nach, was haben wir hier für welche, können die weg oder nicht. 37, 42, dann behalten wir unsere, die wir gerade anhaben. So. Schnell entschieden. Was soll das lange Getue? Weiter geht's durch diese seltsame Höhle hier. Huch, jetzt ist es hier wieder voll schön. Bisschen offen. Das macht mir ja doch immer ein bisschen Sorge. Ja, wunderbar. Auch die habe ich 3 von 10 mittlerweile schon. Das ist gut. Im Moment läuft das noch. Im Moment sehen immer so ein bisschen leicht gewaltig noch aus, finde ich so. Aber vielleicht trübt da auch manchmal. Oh, was haben wir hier wieder? Oh, ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht. Lauf mal erstmal weiter, sonst verbringe ich immer so viel Zeit mit dem Gucken hier nach Rüstung und was ist besser und überhaupt.
Noch haben wir ja noch nicht mal irgendwie die ganze Höhle durch. Ich konnte auch gerade von hinten tatsächlich an den Rand, aber es hat ihn nicht getötet. Es war irgendwie, hätte ich da x'en, länger x'en sollen? Oh oh. Nein! Er hat mich schon bemerkt. So, der Häuptling ist schon mal tot. Das ist ja schon mal gut. So, ich nehme mal was. Geh mal raus. Aua. Nimm was. Hör auf, hinter mir herzurennen. Von 10. Ach, warum hört denn das nicht auf hier? Hier ist ein großer Heiltrank. Wir brauchen doch welche. Nimm den mal. Warum? Warum kannst du nicht so... Nimm den mal. Das ist schon gut. Wir brauchen einen. Genau, wir haben nämlich gar keinen mehr. So ein großer Heiltrank ist ja dann doch immer ganz gut. So, was haben wir hier? Die nehmen wir erstmal und... Oh, das geht doch alles nicht, ne? Ist doch alles voll. Scheiße. Was haben wir hier? Auch gut. Wir haben hier ziemlich gute Sachen eigentlich, die ich gerne einsammeln möchte, aber gerade nicht kann. Das, solange wir aber hier in der Höhle bleiben, ist es ja nicht weg. Kann mir das ja wiederholen. Ja, Ton getötet. 7 von 10. Komm. Wo sind die nächsten Schweinebacken? 3 Stück noch, dann haben wir es. Kann die sich freuen oder er oder ich weiß nicht, für wen machen wir das eigentlich nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich will hier aber nicht durch. Nee. Oder doch? Na gut. Ich muss ja. Ich muss ja. Tolle Höhle. Oh, was haben wir denn hier? Hi. Guten Tag. Tja. Und ich musste nicht einmal nah an ihn ran. Ist das nicht schön? So, das waren 8 von 10. Sieht alles sehr interessant hier aus. Okay. Alles voll komisch. So, hellen Kreisen. Tolle Statue auch. Ich sollte mal wieder Screenshots machen. Ich vergesse das immer. Okay. Was haben wir da hinten? Ja, das hätte ich euch jetzt nicht vorenthalten wollen, hier diese interessante Jotun-Geschichte. Und die 2 kriege ich auch noch in die Vögel da. Haben die mich schon gesehen? Wow.
Ach, ich weiche schon immer aus, aber das reicht nicht. So, reicht das jetzt nicht hier mit euch? Ausweg finden. Ach so. Okay. Dann laufe ich mal bis zum Ende und schau mal, was da hinten ist, weil, ne? Genau, nehmen wir mal einen Trank. Jetzt müsste es mal im echten Leben geben. Oh, ich fühle mich voll schlapp, bin voll krank. Zack, Gesundheitsdrink. So, und dann geht's jetzt hier raus, oder wie? Oh, wer ist er denn? Bei Telogros, ihr habt mich überrascht. Was tut ihr hier unten? Wie ich sehe, haben meine Jotun ihre Befehle nicht ausgeführt. Aber schickt Padaxis euch? Lysander vielleicht? Sagt es mir. Diese Narren wissen nicht, wozu ich fähig bin. Ganz offensichtlich nicht, wenn sie glauben, ihr allein könntet mich aufhalten. Wer ist er denn? Tut mir leid, ich lasse euch in Ruhe. Ihr steht mir im Weg. Was? Tut mir leid. Wer bist du denn überhaupt, Balthasar? Tatsächlich? Ihr habt gesehen, was das hier für ein Ort ist, ja? Eine ganze Stadt, die errichtet wurde, um die Macht eines einzigen Zaubers zu konzentrieren. Ich habe den Zauber natürlich bereits gewirkt. Meine unsterblichen Diener erheben sich bereits aus ihrem jahrhundertelangen Schlaf. Nein, ich kann euch offensichtlich nicht leben lassen. Aber beantwortet mir dies und ich schenke euch einen schnellen Tod. War es Padaxis oder Lysander? Oh Gott, wovon redet ihr denn da? Also schön. Ob ihr für den Rosenhof oder den Onyxturm arbeitet, ihr könnt euer Geheimnis mit ins Grab nehmen. Mein Zauber befehligt unzählige Legionen. Bald werden beide Häuser einstürzen. Ihr aber werdet nicht mehr am Leben sein, um die Ruinen zu sehen. Ach, hätte ich jetzt schon... Aha. Wer ist er denn? Was geht denn jetzt hier ab? Die Schweine! Nimm mal was, Mädchen. Stehen die eigentlich immer wieder, oder kann ich alles töten? Das gibt's doch nicht. Wer ist er denn überhaupt hier? Also, wenn er stirbt, stirbt ja, alles klar. Hätte ich manchmal erst um ihn gekümmert, aber ich bin jetzt so ein bisschen von der Maid geprägt. Dass ich so dachte, ich versuche zwischendurch ihn ein bisschen und die anderen aber au. Ich weiß, wer ist er denn, Balthasar, hier? Macht mich hier voll fertig. Ich dachte, ich mache hier einfach nur so ein... Ne?
Handschuhe des Hauptmanns. Oh, ich habe hier so einen tollen. Oh, ja. Okay, ich. Es ist ja immer alles voll. Was ist das hier für ein geheimnisvolles Buch? Arcanite. Die alte Schrift in diesem Buch scheint von deinen Augen zu verblassen und zu verschwinden. Der einzige Teil, der noch lesbar bleibt, ist folgender. Stadt im Schlummer, dunkel und still, bis ihr wacht, weil ich es will. Silberner Kreis, smaragdene Glut. Es kehrt zurück, was einst geruht. Diesen Worten scheint ein seltsames Symbol zu folgen. Aber vielleicht ist es auch überhaupt kein Symbol. Okay. Gut. Immer. Ja, alles klar, gut. Weil ich jetzt hier so viel Kram habe und weil ich ja auch alles erledigt habe, mache ich mich auf die Socken zurück und wegen Inventar voll und so mache ich das jetzt mal eben offline. Weil ich kann halt gerade überhaupt nichts mehr mitnehmen, aber wir haben hier ein paar tolle Sachen wieder uns ergattert und ja, okay. Ich denke, ich werde mein Schicksal demnächst auch doch mal einsetzen, weil bis wir die anderen Sachen erledigt haben, ist mein Schicksal auch bestimmt wieder voll. Und dann können wir es vielleicht doch nochmal mit der Maid aufnehmen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Bis dann.